So, ich habe jetzt doch nochmal einen Cut gesetzt. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Goodbye Deponia. Ich weiß nicht, ob das jetzt der letzte Part ist. Wir sind im Hochboot angelangt. Und gehen mal abwärts. Irgendwie scheinen die uns aber auch so ein bisschen zu verspotten, die Orgon uns. Naja, whatever. Ich will zur Brücke. Macht euch nützlich und fahrt mich in die richtige Etage. Aber Herr Amtmann, die sollten Sie doch selbst kennen. Tue ich ja auch. Ich wollte euch chargen, nur das Gefühl geben, dass ihr gebraucht werdet. Und? Ist das der richtige Stock, Herr Amtmann? Das müssten Sie doch eigentlich wissen, als Amtmann. Ja, sind Sie sich da auch? Natürlich bin ich mir sicher. Ich bin der Amtmann. Ich bin mir immer sicher. Na dann. Aussteigen, meine Herren. Der Amtmann sagt, wir sind da. Stimmt genau. Cletus? Nein, Argus. Du hast es erraten. Und du bist wohl Rufus. Ganz schön tollkühn, dass du dich hierher traust. Tollkühn und dumm, wie immer. Oder ist dir am Ende gar nicht klar, dass ich dir jetzt alle Knochen einzeln brechen muss? Warte, können wir das nicht irgendwie auf zivilisierte Weise klären? Nein, danke. Die Zeit für gütliche Einigungen ist abgelaufen. Auf diesen Tag habe ich mich gefreut. Fäuste hoch! Ei, ei, ei. Lass das! Was haben wir denn da? Ein Drosselglied, um die Fahrstuhlgeschwindigkeit zu regulieren? Wer braucht denn sowas? Abwärts! Huch! Okay. Lass das. Haben wir hier noch was? Nee. Ah, genau. Und weiter geht's. Wir sind hier losgeworden. Whatever. Okay. Ach, Herr Amtmann, endlich! Die Mannschaft wartet schon ganz ungeduldig. Warten? Auf Ihre Rede natürlich. Und ich darf hinzufügen, dass ich persönlich nicht weniger aufgeregt bin. Ihre Reden sind immer so inspirierend, so eloquent. Sie spielen auf der Menge wie auf einem Musikinstrument. Mit Verlaub, wenn ich mir die Bemerkung vielleicht gestatten darf, ein weniger charismatischer Redner würde von so einem Publikum doch sonst zerfleischt werden. Aha, würde er das. Aber sicher, Ihre Worte jedoch sind die pure Magie. Unnachahmlich. Doch genug meiner bescheidenen Schwärmerei. Sie sollten anfangen, bevor die Meute noch unruhiger wird. Ja, ja, das können wir schließlich nicht wollen. Wohlan, elektrisieren Sie uns. Versprühen Sie Ihren Zauber. Einen Moment. Ich glaube... Test, Test. Meine Herren, es spricht nun zu Ihnen unser aller Vorbild. Unser Anführer, unser Vordenker, unser Idol. Amtmann Argus, der mir eben noch einmal persönlich versichert hat, dass seine heutige Ansprache ihre Herzen für unsere gemeinsame Sache in nie dagewesener Weise entflammen wird. Und nun, stillgestanden, das Wort hat Amtmann Argus. Das hat er gewusst und er hat mich volle Latte auflaufen lassen. Dieser Arsch! Nun ja, dieser Arsch, also, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass dieser Arsch... Das ist natürlich jetzt... schwierig. Oh Gott, oh Gott. Da oben auf der Brücke. Oh, 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 oh.
Ist ein Paradebeispiel für unsere Organisation. Wir alle sind Herrscher. Bitte was? So wurden wir konstruiert. Bitte was? Das ist unsere heilige Bestimmung. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Wie kommt ihr dazu, so etwas zu behaupten? Ja, wie komme ich eigentlich dazu? Schaut mich doch mal an. Ich weiß, jeder von euch hält mich für einen Arsch. Weil ich mich wie einer aufführe. Aber warum ist das so? Doch nur, weil es von mir erwartet wird. Als Vorgesetzter ist man immer zur Hälfte Arsch und zur Hälfte Vorbild. Und wenn ich euch anscheiße, dann reicht ihr es einfach nach unten weiter. Die Befehlskette ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Kette von Ärschen, die sich gegenseitig anscheißen. Eine defekatorische Pissrinne. Schaut euch doch mal unser Logo an. Da hat doch irgendjemand bei einer Betriebsfeier seinen Hinterteil auf den Kopierer gelegt. Und seither ziert dieser traurige Anblick unser Banner. Der Abdruck eines nachgiebigen, hängenden Hinterns. Da darf es uns nicht Wunder nehmen, dass man uns wie Ärsche behandelt. Schaut uns doch mal um. Was machen wir hier eigentlich? Wir sollen einen Planeten sprengen, auf den wir eigentlich scheißen. Für Leute, die uns am Arsch vorbeigehen. Ist es nicht an der Zeit, der Wahrheit ins Auge zu blicken, dass wir hier die Ärsche sind? Warum tun wir also nicht das, was von uns erwartet wird? Und scheißen drauf! Na los, sagt es! Wir scheißen drauf! Nun, ich könnte euch noch tausend weitere Beispiele nennen. Ist, wir sind hier die Herrscher. Aber ist das ein Grund, sich zu schämen? Ich sage nein! Oh nein! Ich bin stolz darauf, was ich bin. Ich bin ein Arsch. Und das seid ihr auch. Ihr seid auch alle Herrscher. Es wird Zeit, der Welt zu zeigen, was in uns steckt. Lang lebe der Organon! Sind Sie zufrieden? Sehr inspirierend. Wie immer. Sauber. Dann kann ich ja gehen. Wo geht es zur Brücke? Aber was ist mit der Hymne? Der Hymne? Oh! In Ihrer Sprache stimmen Sie unsere Hymne an. Das können Sie doch nicht vergessen haben. ach so. Die Hymne. Los geht's. Organon. Oh, Organon. Oh, oh. Moment. Eines in Rufus Gesangs könnte hier komplett verschwendet. Trotzdem solltest du ihm helfen, durch Klick auf die Notenlinien die Tonhöhe der Noten zu verändern, bis er die Melodie richtig mitsingt. Okay. Organon. Oh, Organon. Oh. Oh, Organon, Organon, Organon. Ach, warte mal, das muss nach oben. Oh, oh, Organon, Organon, oh, Organon, oh, oh. Organon. Moment. Organon. Das ist gar nicht so einfach. Organon. Oh, oh.
Da musst du erstmal klarkommen, ey. Organon. 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 Das ist jetzt schwierig. Also der stimmt schon mal. Ich mach das jetzt mal bis zum Ende. Weil es ist auf jeden Fall er schüttelte den Kopf. Vielleicht hier ein bisschen höher. Organon. 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 Ah, das ist schwierig, ey. Organon. 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 Ah, das ist... Mein... Ich bin schon fest, wie das Lied geht, aber... Pff. Organon. 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 Alter. Oh. Alter. Ich hab so eine Gänsehaut. Wirklich. Knittes, oh. Das sind Sie ja. Ulysses. Wo ist Ihre geheimnisvolle Begleiterin? Ich hatte gehofft, Sie stellen mir endlich die Person vor.
die uns so viel Ärger bereitet hat. Alles zu seiner Zeit. Sie ist an Bord. Was Ihnen da schon eher Sorge bereiten sollte, ist, wer sich noch alles an Bord befindet. Ihr sauberer Amtmann Argus hat den kompletten Organon auf dieses Hochboot verfrachtet. Was? Das kann nicht wahr sein. Wo ist dieser Verräter? Tja, diesbezüglich habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Irgendjemand muss den Boden vom Fahrstuhlschacht sauber machen. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Argus, ich fasse es nicht. Sie wollten mich hintergehen? Hinter meinem Rücken den Organon nach Elysium schaffen? Ja, aber er hat die Rechnung ohne mich gemacht. Stimmt das? Und ohne mich. Was ist hier los? Wer ist das? Ich bin der echte Cletus. Das dort ist nur ein billiger Abklatsch. Was genau genommen keinen Unterschied macht. Plus oder minus zwei Nullen, meine Rechnung geht auf. Dieses Hochboot steht jetzt unter meiner Kontrolle. Nicht solange ich das verhindern kann. Stopp! Dieses Hochboot fährt nicht länger nach Elysium. Was? 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 Ich werde das Projekt Utopia auf keinen Fall gefährden, indem ich eine Invasionsarmee direkt nach Elysium kutschiere. Ich leite die Sprengung Deponias ein. Sofort. Elysium wird seine Reise etwas früher antreten müssen als erwartet. Halt! Null ist es! Sie Narr! Das ist doch Wahnsinn! Mein Entschluss steht fest. Versucht nicht, mich davon abzuhalten. Aber was? Das überschlägt sich hier gerade alles. Um Gottes Willen. Okay, warte. Aber was ist mit den Deponianern? Was soll aus ihnen werden, wenn ihr Planet erst einmal gesprengt ist? Genug Energie, um Elysium zum nächsten bewohnbaren Planeten zu katapultieren. Wie ich hoffe. Haben Sie denn gar keine Skrupel? Oh doch, die habe ich. Aber es muss sein. Und du wirst mich bestimmt nicht davon abbringen. Aber... Okay. Aber was ist mit dem Organon? Was soll mit ihm sein? Der Organon war von Anfang an zur Sprengung bestimmt. Ach, stimmt ja. Aber was ist mit mir? Ich will nicht sterben. Ich weiß. Du bist der dritte Prototyp, nicht wahr? Tja, die Tragik hinter der Alpha-Generation hat mich schon immer fasziniert. Darum habe ich damals auch Argus unter meine Fittiche genommen. Du denkst vielleicht, dass du nicht dazugehörst. Aber im Grunde genommen bist du genauso zum Tode vorherbestimmt wie der Rest des Organon. Und dass du nicht sterben willst, ist nichts weiter als ein Konstruktionsfehler. Aber... Alter. Aber was ist mit Ihnen? Sie werden genauso draufgehen wie alle anderen. Das ist wahr. Aber dieses Opfer werde ich in Kauf nehmen. Bei all dem Leid, das ich verursacht habe, habe ich ohnehin nichts Besseres verdient. Aha! Dann haben Sie also doch ein Gewissen. Sie müssen das hier nicht tun. Oh doch. Ich muss. Aber... Warum wollen Sie sich für die Elysianer opfern? Wer oder was zwingt Sie dazu? Deponia mag vielleicht nicht das Paradies sein, aber man kann dort leben. Viele Menschen tun das. Nicht alle da unten sind so unzufrieden wie ich. Ich weiß das. Ich kenne das Leben auf der Oberfläche. Ich selbst habe dort lange Zeit verbracht. Wie eine Ratte zwischen den Abfällen. Das ist kein würdiges Leben. Nicht für... Für wen nicht? Für einen Haufen arroganter Schnösel? Hey, hey! Wenn Sie es genau wissen wollen, es geht mir um meine Tochter. Sie lebt auf Elysium. Sie soll es einmal besser haben als ich. Auf Utopia. Das hier tue ich für dich, Goal. Was? Nein! Du alter Narr! Was haben Sie getan? Was wohl? In wenigen Minuten verlässt ein Funksignal dieses Hochboot. Damit werden die Sprengtürme rund um den Planeten aktiviert. Deponia wird zerstört. Und Elysium kann endlich seine Reise nach Utopia antreten. Ich habe meine Tochter gerettet. Das habe ich getan. Ich fürchte, da muss ich dir widersprechen, Paps. Goal! Was? Du bist... Wie? Ich bin mit Cletus nach Deponia gegangen. Ich wusste, dass du das niemals zulassen würdest. Darum haben wir dir nie etwas davon erzählt. Du warst das Mädchen, das wir gesucht haben? Diejenige, die aus Mitleid zu diesen Schrottplatzbewohnern unser Vorhaben sabotiert hat? Es ging die ganze Zeit um dich. Können wir die Familienzusammenführung nicht ein anderes Mal feiern? Deponia kann jeden Augenblick in die Luft fliegen. Und wir gleich mit, inklusive ihrer Tochter. Genau. Worauf warten Sie, Ulysses? Brechen Sie die Sprengung ab! Das...
Das ist unmöglich. Können wir es nicht irgendwie unterbrechen? Dazu müsste man schon die Senderantenne zerstören, bevor die Übertragung beendet ist. Die Senderantenne? Natürlich! Aber der Sender ist auf dem Dach. Es wäre quasi Selbstmord. Wer wäre schon so verrückt, das zu probieren? Na, wer wohl. Ich mach's. Ich bin dabei. Ich auch. Na dann. Worauf wartet ihr? Wirklich? Ich komme auch mit. Du jetzt. Bleibst hier, Fräulein. Ich habe noch ein ernstes Wort mit dir zu reden. Jetzt tun sich Argus... Was? Was? Jetzt sind wir im Weltraum oder wie? Alter, jetzt tun sich... Ihr müsst euch das mal geben. Jetzt tun sich Rufus, Argus und Cletus am Ende... Im Ende... Im, ah! Jetzt tun die sich im Endeffekt zusammen und retten noch Deponia. Was ist los? Zum Glück bin ich schwindelfrei. Mal abgesehen davon, dass ich der elendiglichste Etikettenschwindler der Galaxis bin. Und wieso schwebt... Ach Gott. Wieso schwebt Elysium überhaupt so hoch? Das hat man doch gar nicht so gesehen. Hoppla. Dass mir das bei anderer Leute Antennen aber auch immer wieder passiert. Na los, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Okay. Da tun die sich wirklich zusammen. Ey, ihr müsst euch mal die Wandlung gerade anschauen. Das war spaßig. Spaßig? Du hohle Nuss hättest uns beinahe umgebracht. Das habe ich schon so oft gehört. Aber noch nie, du hast uns umgebracht. Und da liegt der Unterschied. Das reicht jetzt. Das Maß ist voll. Ab jetzt wirst du dich zurückhalten. Wir übernehmen den Rest. Also, wie gehen wir vor? Du könntest springen. Viel zu weit. Aber vielleicht könntest du den Rotor anhalten. Sei kein Rufus. Die Rotoren halten das Hochboot in Waage. Selbst wenn wir ihn blockieren könnten, das Hochboot würde kippen. Das wäre unser Ende. Okay. Was können wir hier machen? Wir könnten doch... Wir könnten doch... Wie da bloß... Macht mal Platz. Ich habe einen Plan. Stopp nicht! Tatsache. Getroffen! Und? Wer ist jetzt hier der Dorftrottel? Du natürlich! Wie sich das gehört! Hä? So. Na guck doch hin! Der Sender ist in den Rotor gefallen und er blinkt fröhlich und wohlbehalten vor sich hin. Verdammt! Er ist immer noch aktiv! Wie sollen wir denn da jetzt rankommen? Das hätte eigentlich... Bisher habe ich doch noch alles kaputt. Ja, eigentlich ja schon. Mal abgesehen davon. Da unten ist ein... Ich sehe es. Wie stehen wohl unsere Chancen zu springen? Darunter? Du wirst ja wirklich von Minute zu Minute dämlicher. Beantworten Sie die Frage, Cletus. Bitte was? Na, Sie sind doch der Inspektor hier. Dann lassen Sie mal Ihre Einschätzung hören. Wie stehen die Chancen? Wenn man die Drehgeschwindigkeit und den Radius in Betracht zieht, etwa 1 zu 3, dass wir es überleben, ohne vom Rotor zerfetzt zu werden. 1 zu 3 ist doch nicht schlecht, oder? Es kommt drauf an. Es entspricht in etwa deinem Gehirnzellen-pro-Kopf-Verhältnis. Wir springen. 1 zu 3 ist doch nicht schlecht, oder? Wenn wir alle drei von unterschiedlichen Positionen ausspringen, kann es einer schaffen. Das ist doch Irrsinn. Hast du einen besseren Vorschlag? Dann ist es entschieden. Wir alle springen auf 3. Oh. 1. 2. Hey,
was ist los? Springt ihr gar nicht? Du doch auch nicht. Ihr wolltet wohl mogeln. Was? Ich? Nein. Beinahe wäre ich allein gesprungen. Oh Gott. Schön. Wollen wir nochmal? Na gut. Aber jetzt auf. Springen die jetzt? Eins. Zwei. Ihr wolltet schon wieder mogeln, ne? Ja. Wollen wir noch? Na, aber jetzt nicht auf. Eins. Zwei. Drei. Haben wir es geschafft? Rufus? Rufus, aufwachen! Tatsache. Aua! Was ist passiert? Du hast es geschafft. Bravo! Wo ist Cletus? Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Oh. Ganz sicher bin ich mir nicht. Es ging alles sehr schnell. Naja, siehst du den Sender irgendwo? Ich bin dran. Jos, komme ich da nicht ran. Tja, wie... Schraube, Loch. Hier war aber jemand sehr sparsam, was den Einsatz von Schrauben angeht. Vielleicht hat er meinen Blog gelesen. Das kann sein, ja. Jemand eine Schraube. Ich hab ne Ahnung. Und wenn wir jetzt... Hier ist noch ein... Also, das ist natürlich jetzt sehr heik. Ich habe eine Ahnung, wie es funktionieren könnte, aber... Ob das nun tatsächlich so funktioniert, weiß ich natürlich jetzt nicht. Da ist doch schon... Dann hier hinten. Weil dann klappt das nach... Unten. Okay, jetzt hätte das von hier aus eingesetzt. Worum haben wir... Wenn wir jetzt diese Schraube hier noch lösen. Warte mal, hier muss die Schraube noch rein. Ich hab ne Idee. Dann nehmen wir jetzt die beiden Schrauben raus. Genau. Wenn wir jetzt die Schraube hier rausnehmen, dann, genau. Ich hab ihn. Hörst du, Argus? Ich hab ihn. Sehr gut. Und jetzt kaputt machen. Hä? Was? Ach so, ja klar. Meine leichteste Übung. Theoretisch ja schon. Will das Ding nicht reparieren? Wie macht man den Sender kaputt? Hat das Ding denn keine Selbstzerstörung? Können wir hier rüber? Okay. Wenn wir jetzt hier die Schraube lösen, das ist nicht gut. Nein, Moment. Wenn ich diese Schraube löste... Was hielte dann die Brücke? Okay. Von hier aus komme ich.
einmal hier. Jetzt haben wir hier... Kommen wir da ran? Nein, natürlich nicht. Warte mal, wir hätten nicht jetzt... Wenn wir hier jetzt das Ding rausnehmen... Nein, wenn ich... Warte mal, hier haben wir das. Bin ich gerade beschränkt, oder... Was ist jetzt... Wo ist denn jetzt hier die Schraube drin? Okay. Ah. Und hier können wir jetzt... Nein! Was tust du? Oh. Ich zerstöre den Sender. Was sonst? Du willst doch nicht deine Hand in den Rotor halten, oder? Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist, aber... Das übertrifft an Dämlichkeit wirklich alles, was ich jemals gehört habe. Ich habe es geschafft! Der Sender ist kaputt! Der Podia ist gerettet! Ja, ganz große Klasse! Und nur um es noch ein bisschen interessanter zu machen, hast du den verdammten Rotor blockiert! Dann hilf mir hoch, damit wir den Rotor wieder zum Laufen bringen können! Es wäre schön blöd, wenn das Hochboot gerade jetzt auseinanderbräche, wo Elysium ja schon fast in Wurfreichweite ist! Ja, das ist deine Idee! Eine andere wäre, dich da unten verfaulen zu lassen. Das kommt wohl ganz drauf an. Worauf kommt das an? Wie du dich entscheidest. Hilfst du mir bei meinem Putsch gegen den Ältestenrat? Wie bitte? Ah! Was ist denn jetzt los? Irgendwas blockiert den Steuerbordrotor. Ist das schlimm? Keine Ahnung. Vermisst du Deponia bereits? Wir werden abstürzen. Aber wir sind doch so gut wie da. Man kann bereits die unteren Schleusen erkennen. Schleusen, sagst du? Aber natürlich! Die Wartungsleitern! Vielleicht kann ich uns lange genug auf Position halten, um das Hochboot zu evakuieren. Los, trommle deine Freunde zusammen! Und was ist mit den Organons? Die natürlich auch. Jetzt, da die Sprengung abgesagt ist, wird Argus seinen Plan ja wohl hoffentlich noch einmal überdenken. Ich benachrichtige den Ältestenrat. Aber was wird aus dir? Go! Wir haben jetzt keine Zeit für Diskussionen. Geh jetzt! Ich glaub das jetzt nicht. Du hast immer noch vor, mit dem Organon in Elysium einzurücken? Warum denn nicht? Wo sollen wir sonst hin? Das werde ich niemals zulassen. Sieh es doch ein, Rufus. Diese Soldaten da unten sind unsere Brüder. Sie haben dieselben Gene. Wir sind im Grunde identisch. Warum solltest du nach Elysium dürfen und nicht einer von ihnen? Oder zwei oder drei? Wo ist die Grenze? Wer entscheidet das? Du etwa? Nein, aber... Na dann? Was sagst du? Niemals. Niemals! Tja, schade, aber nicht zu ändern. Ich hatte mir schon gedacht, dass du uneinsichtig sein würdest. Mach's gut, Rufus. Oh. Da seid ihr ja wieder. Oh, das schmerzt. Oh, wie scheußlich ist die Welt. Selbst schuld. Oh, ja, lach du nur. Aber jetzt sitzen wir schon wieder im selben Boot. Ich glaube, ich kann mich befreien. Oh. Um Himmels Willen, der Rotor klemmt nur, weil wir dazwischen stecken. Wenn sich einer bewegt, beginnt er sich wieder zu drehen. Dann sterben wir alle. Aber wenn wir den Rotor weiterhin blockieren,
wird das Hochboot abstürzen. Wir sind so oder so tot. Ach, wie sind wir nur in diese bescheuerte Lage geraten? Was guckt ihr mich so an? Das habt diesmal ihr verbockt. Wie? Diesmal keinen intelligenten Plan parat? Lasst mich nachdenken. Nope. Die Lage ist aussichtslos. Wenigstens eine gute Nachricht. Rufus? Cletus? Goal! Was ist denn hier passiert? Ist doch egal. Du musst uns hier rausholen. Und am besten, bevor das Hochboot abstürzt. Tja, dafür ist es wohl zu spät. Papp sagt, dass die ständigen Ausfälle des Rotors die Maschinen beschädigt haben. Er kann das Hochboot für den Augenblick noch in Position halten. Aber die Evakuierung hat begonnen. Es sind jetzt nur noch Minuten. Na tolle Wurst. Jetzt kommen alle nach Elysium außer mir, oder was? Ja, genau. Hol mich hier raus. Du kannst sowieso nur einen retten, ehe sich der Rotor zu drehen beginnt. Nein. Es muss doch eine Möglichkeit geben, euch alle da rauszuholen. Gibt es aber nicht. Komm schon, triff deine Entscheidung. Wie soll ich mich denn entscheiden? Ich weiß ja nicht einmal, wer ist. Ich bin Cletus. Was? Das ist doch die Höhe. Ich bin Cletus. Blödsinn, ich bin Cletus. Wartet mal, heißt das, von euch dreien ist nur Cletus Manns genug, um sich zu erkennen zu geben? Von Argus hatte ich ja nichts anderes erwartet. Aber Rufus? Nach allem, was wir durchgemacht haben, vertraust du mir nicht mal dafür genug? Du hast recht, Goal. Es tut mir leid. Ich bin natürlich Rufus. Der lügt doch. Ich bin Rufus. Ist doch gelogen. Ich bin Rufus. Die lügen beide wie gedruckt. Ich bin Rufus. Na super. Und jetzt? Kann der echte Rufus das nicht irgendwie beweisen? Natürlich kann er. Entscheide dich bitte. Uns läuft die Zeit davon. Das Hochboot kann jeden Moment abstürzen. Wenn du mich unter Druck setzt, machst du es dadurch auch nicht besser. Was, wenn ich aus Versehen Argus erwische? Hey, ich meine, hey, ho, I am the roof. Ich weiß etwas, was diese beiden Simulanten da unmöglich wissen können. Ach ja? Was denn? Dass wir den Gesichtern in Bosos Familienalbum Bärte gemalt haben. Ja, das war lustig, obwohl es erstaunlich wenig zu tun gab. Das ist ein Trick, Goal. Er weiß das nur, weil ich es ihm vorhin erzählt habe. Mach dich nicht lächerlich. Warum sollte der echte Rufus sowas weitererzählen? Och, ich wollte halt angeben. Aber eine Sache, die anderen garantiert nicht wissen, ist, dass du heute wieder deine grüne Unterwäsche trägst. Hä? Wann hast du denn meine Unterwäsche gesehen? Ich glaube, meine Finger rutschen ab. Na super. Jetzt müssen wir noch mal von vorne anfangen. Also? Ich bin Rufus. Ach ja, beweise es. Nun, Ich glaube, uns bringt das nicht weiter. Vertraue doch einfach deinem Herzen. Okay. Mein Herz sagt, der hier vorne vielleicht? Okay, vergiss das mit dem Herzen. Inzwischen gibt es weitaus exaktere Methoden. Ach, Rufus hin, Rufus her, ist doch egal. Lass uns einfach hier und verschwinde. Hauptsache, du überlebst. Ah, jetzt hat er sich verraten. Genau. Der echte Rufus, also ich, würde so etwas nie sagen. Das stimmt. Das klingt wirklich nicht nach Rufus. Kann es sein, dass du dich so geändert hast? Der echte Rufus wird sich nie ändern, das weißt du. Dann... ist das vielleicht wieder nur ein Trick, um gut dazustehen? Nein! Ach. Es ist wahr. Der da ist Rufus. Was? Ja klar. Er hat recht. Ich bin Rufus. Ist das ein Trick? Ein letztes Manöver? Du weißt, wenn ich ihm helfe, kannst du dich nicht mehr umentscheiden. Du wirst fallen und sterben. Dann denk doch mal nach. Wie kann ich der echte Rufus sein? Der echte Rufus wird nie aufgeben, sich nie ändern. Und niemals. Ich glaube, wir sollten loslassen. Loslassen. Stopp! Nein!
Komm schon, Goal. Wir müssen hier weg. Komm. Hallo, Rufus. Oh, Barry. Barry, was machst du hier? Du bist mein Vorbild. Schon vergessen? Und ich folge dir überall hin. Nein, im Ernst. Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich bewundere, was du hier tust. Erst war ich natürlich geschockt, aber dann habe ich es verstanden. Brillant. Wirklich. Es war im Grunde die einzige Möglichkeit, die du hattest. Ein Geniestreich. Also auch philosophisch gesehen, jetzt die komplett selbstlose Tat. Wow, Rufus. Der unverbesserliche Rufus hat sich schließlich doch noch Der hat sich... Bist du bereit? Ich weiß nicht. Denkst du wirklich, dass dieses Ensemble hier angemessen ist? Aber Rufus, jeder weiß, dass du ein Deponianer bist. Schon vergessen? Du musst dich nicht mehr verstellen. Nie wieder. Du kannst einfach du selbst sein. Für alle Zeiten, Rufus. Das ist doch wirklich voll lässig. Ah, da sind ja unsere Helden. Die Retter Deponias. Tja, da habt ihr uns ganz schön was eingebrockt, was? Euer Bericht stellt uns vor ein schwieriges Dilemma. Jetzt, da wir wissen, dass Deponia bewohnt ist, ist unsere Reise nach Utopia natürlich vorerst abgesagt. Aber das Hochboot ist zerstört, das Kabel gekappt. Und mit den ganzen neuen Mitbürgern an Bord werden unsere Ressourcen noch schneller verbraucht als befürchtet. Was wird nun aus Elysium? Müssen wir auf Deponia landen? Sollte es das? Fragen über Fragen. Auf die ich leider auch keine Antwort habe, Eminenz. Aber dieser Deponianer hier ist ein richtiges Genie. Wer, ich? Wenn ihr ungewöhnliche Ideen braucht, sein Einfallsreichtum kennt keine Grenzen. Nur zu. Jeder Vorschlag ist willkommen. Das Goal. Du schaffst das schon. Nun, man könnte doch Raketen an Elysium anbringen. Bitte weiter. Oder solche Flugdrachen. Und wenn wir einen riesigen Zeppelin mit Monster-Truck-Reifen ausstatten würden? Monster-Truck-Reifen? Ja, dann könnten wir vielleicht ein paar Adler trainieren, um... Können wir nochmal auf die Flugdrachen zurückkommen? Wie groß müssten die sein? Oh, riesig. Mit so großen Zähnen, vor allem die Eckzähne, ganz, ganz groß und lang. Und sie sollten Feuer speien. Das Buch zugeschlagen, es bleibt noch zu sagen. Irgendjemand noch Fragen? Na, dann eben nicht. Doch wenn du dich allein fühlst und du an dir zweifelst, dann habe ich hier einen Vorschlag für dich. Greif zur Mundharmonika, sing von Deponia, von Rufus und Goal und dem Leben im Dreck und vom Umstand, dass man wohl manchmal die Welt nur retten kann, wenn man loslässt. Und wenn es so ist, ja, dann bin ich mal weg. Russa, er ist dann mal weg. Das Ende. So, ich habe, wenn ihr das jetzt sehen könntet, ich habe so eine Gänsehaut von diesem Spiel. Selten hat mich ein Spiel so gefesselt und gebannt und gerade jetzt, die letzte Stunde Aufnahme, die war so heftig, aber so heftig alleine, dass es fing an mit dem Chor im Hochboot.
wo die da, wo die die Hymne vom Orgelon gesungen haben. Das war schon heftig, da hatte ich schon eine Gänsehaut. Aber das Ende, diese Wendung, erst spielen Argus, Cletus und Rufus zusammen und dann opfert sich Rufus für Goal. Und am Ende habe ich, glaube ich, gesehen, dass Goal wusste, dass Rufus tot ist und... Oh. Und Rufus ist tot und Elysium vorerst gerettet. Großes Lob an Daedalic Entertainment. Leute, ihr könnt geile Spiele machen. Wirklich. Oh. Wenn ich dann Müller-Michaelis noch mal sehen sollte, habe ich schon einmal. Dann. Weiß ich nicht. High Five mit Brofist, so gemischt, keine Ahnung. Was für ein geiles Spiel. Himmel. Also, ich glaube, es steht fest, dass wir auf jeden Fall die ersten zwei Teile auch noch spielen werden. Die werde ich auch auf meinen Kanal bringen, auf jeden Fall. Könnt ihr euch auch demnächst anschauen. Ich wollte nur jetzt den Teil spielen, weil er jetzt gerade aktuell war und... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich... Ich habe dafür keine Worte. Wie kann man so ein geiles Spiel machen? Wie hat man diese Ideen dafür? Wie kommt man auf so ein geiles Spiel? Wirklich. Ohne Witz. Ich wünschte, ich wäre Spieleprogrammierer. Spieleentwickler. Ha. Ja. Ich wünschte, ich wäre Spieleentwickler und könnte sowas. Und hätte solche Ideen. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, ich kann noch nicht viel sagen. Das kann ich nicht in Worte fassen, was ich von diesem Spiel halte. Und das Ende hat mich sowieso... Das muss ich erstmal verkraften jetzt. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich lasse jetzt noch die Credits durchlaufen und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Projekt. Auf Wiedersehen. Euer Srealpay.